Vor der Landtagssitzung präsentierte die SPÖ Niederösterreich ihre wichtigsten Themen. Klubobmann Hannes Weninger wies unter anderem auf die von der SPÖ eingebrachte Aktuelle Stunde zum Thema schwarz-blaues Gesundheitsdebakel hin. Die SPÖ Niederösterreich kritisierte im Vorfeld der Landtagssitzung das Gesundheitssystem unter Schwarz-Blau, insbesondere die Schließung von Spitalsabteilungen und den Mangel an medizinischem Personal. Klubobmann Hannes Weninger fordert dringende Änderungen wie bessere Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter im Gesundheitswesen. Sie kennen alle die aktuelle Diskussion über die Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtenhilfe im Klinikum in Weidhofen, die aktuelle Geschichte der HNO in Mieselbach, weil das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Wir alle kennen Patientenerzählungen, die Sorgen der Rettungssanitäter, dass Patienten wegen geschlossenen Abteilungen, nicht vorhandenen Pflegepersonal in andere Spitäler verwiesen werden, die Rettungsautos im Kreis von Patienten früh wieder nach Hause geschickt werden. Und dieser Zustand ist nicht länger zu dulden und deshalb die Aktuelle Stunde. Weiterhin wird das Mercosur-Abkommen kritisiert mit der Forderung, dass EU-Standards in Menschenrechten und Umweltschutz unabhängig von Handelsabkommen bleiben müssen. Da gibt es auf der anderen Seite den Bauernbund, der strikt gegen das Mercosur-Abkommen ist, auf der anderen Seite den Wirtschaftsbund, der das unbedingt will. Tatsache ist, dass es jetzt einen Abänderungsantrag der ÖVP gibt, der sagt Ja zum Mercosur, aber ohne Landwirtschaft. Ja, es gibt ein klares Nein zu diesem Freihandelsabkommen, weil nicht nur die Landwirtschaft betroffen ist, sondern es geht auch um die soziale Absicherung, es geht um den Klimaschutz und den Umweltschutz, der mit diesem Abkommen zwischen Europa und lateinamerikanischen Staaten gefährdet ist. Es ist ein dezidiertes Nein der Bundesregierung. Und in Niederösterreich kann sich die ÖVP nicht entscheiden zwischen Landwirtschaft und Wirtschaft und kommt jetzt mit einem Trick daher, Ja zu Mercosur, aber ohne Landwirtschaft. Das ist so, wenn ich sage, ja, wir spielen Schach, aber nur mit schwarzen Bauern. Weniger lehnt außerdem den teuren Umbau des Landtagssaals ab und betont die Notwendigkeit einer kostengünstigeren Alternative angesichts der angespannten Landesfinanzen. Ein klares Ja zu notwendigen Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit oder technischen Verbesserungen, aber kein Luxusumbau um 12 Millionen Euro. Das ist in anderen Bundesländern in höherer Qualität mit weit geringeren Kosten möglich gewesen. Deshalb zu dem Plan, den die ÖVP jetzt vorlegt, gemeinsam mit FPÖ, Grünen und NEOS um 12 Millionen einen Luxussitzungssaal, ein klares Nein.